war eine stürmische 28. Hanse-Sale. Dennoch waren laut Veranstaltern vom 9. bis zum 12. August knapp 1 Million Besucher zum Großevent nach Rostock gekommen, alleine 30.000 davon, um mitzusegeln. Bereits zum zweiten Mal Partnerland der Sale war Schweden. Botschafter Per Anders Töresson hatte am Freitag zum Empfang auf den Traditionssegler Vega geladen. Etwa 70 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft waren der Einladung gefolgt. Der Botschafter will insbesondere den Austausch zwischen den Universitäten in Rostock und Schweden weiter vorantreiben. Schon jetzt gibt es vielfältige Beziehungen zu dem skandinavischen Land. Ich glaube, mit keinem anderen Nachbarland hat diese Region so enge Verbindungen wie mit Schweden. Ich habe es vorhin in meiner Rede gesprochen, das geht ja zu der nicht so glücklichen Wikingerzeit zurück, aber dann die Hanse und dann die Schwedenzeit, aber auch danach. Also immer eine ganz enge Verbindung. Fischer, Seeleute, die haben, also die ganzen Seeleute früher in Schweden konnten Deutsch sprechen, weil man so viele deutsche Seemänner getroffen hat. Also es gibt wichtige Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern, die einen ganz starken Schwedenbezug haben. Das ist der Nordische Klang in Greifswald. Das sind die Wallenstein-Tage in der Hansestadt Stralsund. Das ist natürlich die Hanse-Sale hier in Rostock. Und das ist das Schwedenfest, das in der nächsten Woche stattfindet in Wismar. Auch Altbundespräsident Joachim Gauck war an Bord des 1909 gebauten Schiffes. Für ihn hat die Hanse-Sale eine herausragende politische Bedeutung. In der Politik wird vieles durch internationale Verhandlungen geregelt auf internationalen Konferenzen. Und daneben brauchen wir Begegnungen, wo die Zivilgesellschaft zusammenfindet oder Städtepartnerschaften sind oder Sportvereine sich treffen oder kultureller Austausch stattfindet. Das ist nicht nur, die Freundschaft zwischen Ländern wächst nicht nur, wenn Regierungen sich verstehen oder Staatsoberhäupter. Das tun die auch. Aber das muss von unten nachwachsen. Da müssen Bürger einander kennenlernen, müssen nach Möglichkeit auch ein bisschen lernen, die Sprache der anderen zu sprechen. Und das haben hier in Rostock und Mecklenburg auch viele getan. Kurz darauf der Empfang des Rostocker Oberbürgermeisters und der Wirtschaftsförderer von Rostock Business. Zum Networking mit Lasershow und musikalischer Unterhaltung waren zahlreiche internationale Gäste in die Halle 207 gekommen, unter anderem Delegationen aus Tunesien, dem Kongo oder China. Die Welt war zu Gast in Rostock und auch internationale Stars des Musikgeschäftes besuchten die Hansestadt. Highlight der belgische DJ und Produzent Lost Frequencies, der mit seiner Single Are You With Me weltweite Erfolge feiert. Die Sale verlief an allen Tagen friedlich. Die Veranstalter hatten in diesem Jahr noch mehr in Sicherheitsvorkehrungen investiert. Für das Maritime Fest und den Internationalen Hansetag im Juni war ein Gesamtbudget von 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Vor allem aus touristischer Sicht hätten sich die Ausgaben gelohnt, hieß es von Seiten der Tourismuszentrale. Wir haben mit dem Tourismus ja sowieso einen der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren hier in der Hansestadt Rostock mit 50 Millionen Euro Bruttowertschöpfung. Wenn man das mal auf die Tagesausgaben unserer Urlauber bezieht, trägt die Hanse-Sale ja ca. 20 Millionen dazu bei. Und damit sind die investierten Gelder der Hansestadt Rostock gut angelegt, denn sie fließen direkt, indirekt wieder in den Stadthaushalt um ein Vielfaches zurück. Für Familien mit Kindern war das Angebot auf der diesjährigen Hanse-Sale besonders groß. Erstmals war der Zirkus Fantasia in das Sale-Programm eingebunden. Am neuen Standort auf dem Kapuzenhof zeigten Nachwuchsartisten eine Show, bevor sich jeder als Zirkusartist ausprobieren konnte.
Für die kommenden Sales wurden weitere Neuerungen angekündigt. Spätestens für 2025 muss ein ganz neues Konzept her, denn dann wird sich der gesamte Stadthafen im Zuge der Bundesgartenschau in neuem Gesicht zeigen. Unter anderem soll es eine Brücke über die Warnow nach Gelsdorf geben, die es aber auch ermöglichen soll, die Traditionssegler hindurchzulassen. Na, wir sitzen seit Anfang an ja mit am Tisch bei der Planung der Buga oder bei der Planung der Bewerbung Rostocks für die Buga. Und ich muss sagen, ich finde, das ist eine sehr reizvolle Aufgabe, die Hanseseel für 2025 langfristig in ein Konzept für eine Buga und natürlich auch dann für infrastrukturelle Maßnahmen hier im Stadthafen. Es geht ja nicht nur um eine Brücke, es geht um Entwicklung hier im Stadthafen einzupassen. Das könnte eine ganz besondere Hanseseel 2025 werden. Und es gibt hier nach wie vor ja ganz, ganz viele Mankos auch im Stadthafen. Die Hanseseel soll zur Entwicklung der Hansestadt Rostock und in der Hansestadt Rostock beitragen. Trotz der Wetterkapriolen mit Unterbrechung der Sail am Freitag und überhaupt erschwerten Bedingungen für die 170 Teilnehmerschiffe aus 10 Nationen haben schon jetzt viele Traditionssegler ihr Kommen zur Hansesail 2019 fest zugesagt.